alles hergegeben, was es versprochen hat. Wir haben einen tollen Pokalfight hier in Markranstädt erlebt, denke ich, am Ende mit dem Sieger, dem CFC, mit 2:1 in der Verlängerung. Und ich bitte Sie zunächst natürlich erstmal beide Trainer, kurz Ihre Aussage zum Spiel zu treffen. Zunächst Carsten Heine vom Chemnitzer FC. Ich weiß, dass man zu einer Niederlage nicht gratuliert, aber ich will zumindest es so formulieren, dass ich der Mannschaft vom Heiko hier großen Respekt zollen möchte für das, was sie lange Zeit hier gegen uns geleistet haben. Und das, was ich jetzt sage, soll diese Leistung nicht schmälern. Denn was wir hier in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, das war katastrophal. Also man kann es nicht besser beschreiben. Ohne jegliche Laufbereitschaft, ohne jegliches Zweikampfverhalten, ohne den Wille, die Leidenschaft rüberzubringen, die man für so ein Pokalspiel braucht, sind wir hier aufgetreten. Und folgerichtig hatten wir bis auf, ich glaube, anderthalb Möglichkeiten, zwei Distanzschüsse, überhaupt keine Chance, uns herausspielen können. Wir haben in der Halbzeit zweimal gewechselt, das wurde zweite Halbzeit besser. Aber wir sind in Führung gegangen, wie wir uns dann allerdings auskontern lassen nach einer 1:0-Führung, ist ebenfalls optimierungswürdig. Ja, es ist in der Tat selten, weil es unser eines der wenigen Kontertores, die wir normalerweise nicht bekommen, wenn wir auch ins eine oder andere Tor bekommen. Das zur Erklärung für die, die uns nicht regelmäßig sehen. Nach hinten raus war dann der Kräfteverschleiß von dem Markranstädter deutlich zu sehen und die Mannschaft wollte unbedingt, das hat man, denke ich, gespürt, noch den Sieg vor dem Elfmeterschießen, denn wie das ausgeht, weiß keiner. Und wie das hier schon angeklungen ist, wenn man in ein Pokalspiel so geht, wie wir es heute gegangen sind, dann muss man eben solche Dinge durchmachen bis hin zur Verlängerung. Und deshalb sind wir natürlich froh, dass wir weitergekommen sind, ins Halbfinale eingezogen sind und unterm Strich ist das, was im Pokal entscheidend ist. Danke. Danke, Carsten Heine. Ja, Heiko Weber, ich denke, am Ende tolles Spiel unserer Elf, da gibt es, glaube ich, nichts dagegen zu setzen. Natürlich ist immer bitter, kurz vor Schluss, dieses 2:1 Niederlage, aber ich denke, wir können trotzdem mit erhobenem Kopf hier aus der Sache rausgehen, oder? Schöne Worte von unserem Gegner, keine Frage. Ich freue mich am meisten, dass wir heute mit diesen vielen Zuschauern, dass wir heute als Verein gezeigt haben, was wir zu leisten imstande sind. Weil viele hatten geunkt, es ist kalt, es ist Winter, das Spiel ist verlegt, da kommen vielleicht 700 Zuschauer. Das ist heute eine tolle Kulisse, ein toller Gegner. Und ich bin nur ein bisschen traurig, dass die Zuschauer dieses Elfmeterschießen nicht mehr gesehen haben, weil das wäre spannend gewesen, keine Frage. Ich hatte auch kurz überlegt, wen ich schießen lasse. Das darf man nie tun. Insgesamt muss ich ähnliche Worte finden, weil wir zur Halbzeit uns wirklich loben mussten. Wir haben den Gegner wenig gestattet. Wir haben auch das erste Mal defensiv gespielt. Wir haben das gestern geübt. Das haben sie 100% umgesetzt. Und dass unsere jungen Burschen fighten und kämpfen können und sich natürlich gegen einen sehr, sehr guten Gegner steigern und so machen, das sehen wir ja Woche für Woche im Pokal oder in der Champions League. Ich wünsche mir, dass Chemnitz in der dritten Liga bleibt, dass wir dieses Spiel mitnehmen für unseren Alltag. Weil wir spielen am Samstag gegen Schott Jena. Da geht es uns so wie Chemnitz. Da müssen wir gewinnen oder wir wollen gewinnen. Und werden diese vielen guten Sachen, die wir heute gesehen haben, weiter trainieren und werden uns als Verein immer weiter entwickeln. Das ist vielleicht mal, ich spinne manchmal auch nicht unbedingt gegen Chemnitz, weil sie in der dritten Liga sind, sondern hier auch öfter solche Events gibt, dass wir gegen Meuselwitz, gegen Zwickau, gegen Jena, gegen Magdeburg spielen und mit unseren Spielern aus der Region viel Freude haben. Dankeschön. Danke natürlich auch unserem Trainer Heiko Weber für seine Ausführungen. So, jetzt frage ich mal, rund gibt es noch Fragen, André? Von jemandem pressemäßig? Hat jemand noch irgendeine Frage an irgendeinen Trainer? Gut, also dann möchte ich mich bei allen bedanken, die heute hier da waren. Ich denke, wir gehen mit einem tollen Spiel nach Hause, tollen Erlebnis. Ich wünsche beiden Mannschaften, natürlich den CFC, auch in Herrn Sachsen natürlich, dass sie unbedingt die Klasse halten, also haut richtig rein. Und wir natürlich am Ende auch mal sehen, was uns am Ende dann übrig bleibt in der Fußball-Oberliga. Aber ich denke, aufgeben wir uns auch nicht, Heiko. Also,
Alles klar, viel Glück allen noch für die nächste Zeit und nochmal schönen Dank für das tolle Spiel beiden Mannschaften. Dankeschön.